Guten Morgen! Heute mal aus der Wanne, aus dem einfachen Grunde, weil ich das Feedback bekommen habe: Mensch Christian, vor der Tafel, da wirkst du immer so oberlehrerhaft und so, ja, teilweise auch arrogant. Deswegen dachte ich, beim Kacken aufnehmen wäre natürlich auch möglich, aber der ein oder andere schreibt mir, der hat dann immer Konzentrationsprobleme, wenn er mich beim Kacken sieht. Und okay, deswegen denke ich, in der Wanne, da bin ich nackt, da bin ich so menschlich und ganz normal wie jeder von euch. Und ich hoffe nicht, dass das denn jetzt hier irgendwie oberlehrerhaft rüberkommt, weil meine Art wäre ich nicht ändern können. Und ich weiß, dass das immer so ein bisschen manchmal wirkt wie, ich wüsste alles und wir müssten jetzt zuhören. Aber ich habe auch schon oft genug Videos gemacht, in denen ich euch ganz klar zu verstehen gegeben habe, dass ich eben der Meinung bin, dass keiner von uns irgendwas wirklich Reales versteht und dass alles, was in dieser Verstandeswelt ist, ein ganz, ganz großes Spiel ist. Das nur mal vorweg geschickt. Eigentlich geht es heute um ein Thema, wo gerade ich auch euch sozusagen zeigen kann, dass ich auch nur ein ganz normaler Mensch bin. Nämlich, mich hat es erwischt. Mich hat es erwischt, ich wurde betrogen. Und zwar, ich hätte nicht gedacht, dass mir sowas tatsächlich mal widerfährt, aber es ist geschehen. Ich weiß, man kriegt keine, oder selber habe ich das sozusagen auch den Ratschlag am anderen gegeben, klick keine Mails an von Leuten, die du nicht kennst, im Internet nicht irgendwo rumklickern und so weiter. Mach keine Raubkopie-Software drauf, irgendwelche Viren oder Filme runterladen oder alle solche Sachen. Das habe ich immer als, auch so als Tipps weitergegeben. So, und nun ist es tatsächlich bei mir passiert, dass ich irgendwann auf dem Handy eine Nachricht bekommen habe, eine SMS: Vielen Dank für Ihr Abonnement, Ihnen werden 4,99 € ab heute monatlich abgebucht. Und da habe ich gesagt, wie? 4 Euro, ich habe noch Zahnpasta, glaube ich, drin. Na egal. 4,99 € abgebucht? Ich habe doch gar nichts sofort angerufen bei Vodafone, meinem Provider. Und der hat gesagt: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind in eine Abo-Falle getappt. Ich sage: Warte mal. Abo-Falle getappt. Ich habe kein Abo abgeschlossen, ich habe keine irgendwelchen Mails geöffnet, ich habe nicht auf irgendwelche windigen Websites mich rumgetrieben oder sonst was, sondern wie soll ich das? Na, da haben da wahrscheinlich irgendwie mal draufgeklickt, was da irgendwie. Ich sage, nee, habe ich nicht. Habe ich dann aufgelegt und dann bin ich nochmal in mich gegangen, was ich die letzten Tage getan habe. Und ich habe tatsächlich auf meinem Handy habe ich eine Webseite besucht, Zentrum der Gesundheit. Und auf dieser Seite Zentrum der Gesundheit oder irgendwas, was verlinkt wurde von Zentrum der Gesundheit. Auf jeden Fall, da war ich im Internet. Normalerweise bin ich im Internet an meinem Computer. Da wäre das nicht passiert. Das ist ganz interessant für euch. Und an dem Handy habe ich da irgendwie einen Link geklickt und da hat sich eine neue Seite geöffnet oder es war noch Zentrum der Gesundheit und es ist ein Werbepop-up aufgestanden. Ein Werbepop-up, da stand irgendwas da. Ihr wisst ja, wie intensiv man die Werbebotschaften liest. Und da war ein Kreuz, wie man das kennt, wo man das beendet. So. Und das Kreuz auch an der Stelle, wo so ein Kreuz halt eben immer ist, oben rechts in der Ecke. Und ja, dann habe ich dann drauf geklickt. Und das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe eine Werbung angeschaut und ich habe auf das Kreuz geklickt, um das Pop-up zu beenden. Und das Pop-up ist tatsächlich auch beendet worden. So. Aber eben einen Tag darauf hatte ich halt eben diese SMS bekommen. Und der Mann am Telefon hat mir erzählt, wenn du auf das, irgendwo in der Werbeanzeige unten steht, und zum Bestätigen des Abonnements klicken Sie auf das Kreuz. Irgendwo klein unten in der Werbeanzeige, wahrscheinlich auf dem Handy nicht mal angezeigt, weil das zeigt ja nur ein bisschen was an und nicht die komplette Anzeige. Und dann habe ich dann tatsächlich mit dem Kreuzklicken Abonnement abgeschlossen. Und das ist rechtens. Das ist eine Grauzone, aber es ist rechtens. Und ich muss das Abonnement zahlen. Ich habe es natürlich sofort gekündigt dann bei Vodafone, gesagt, hier, ich kündige das. Und habe dann gefragt, wie kann das sein? Wie kann sowas passieren? Und dann haben die mir einen Tipp gegeben und den, und deswegen mache ich überhaupt das Video. Ich meine, ich hätte euch auch so informieren können darüber, dass ich betrogen wurde, aber das wäre jetzt für mich jetzt nicht das Videothema irgendwie groß, hätte ich keinen Sinn drin gesehen. Woran ich einen Sinn sehe, ist Folgendes. Provider dürfen von Haus aus in ihren Verträgen keine Abonnements sperren. Aber man kann, und das habe ich bei Vodafone getan, und das empfehle ich jedem von euch, euch vor Abonnements
sperren lassen. Keine Sau oder zumindest kein Mensch, den ich kenne, macht auf dem Internet irgendein Abonnement von dem, von einer Webseite, wo es um irgendwas zum Runterladen geht. Und gerade von solchen Webseiten, die halt eben ja, irgendwelche Filme oder sonst was, dann geht man entweder zu Amazon oder nimmt halt Netflix oder keine Ahnung, aber irgendwelche dubiosen Seiten mit runterladen und Abonnement abschließen, auf keinen Fall. Ne? Und deswegen ruft euren Provider an, sagt, ihr möchtet euren Mobilfunkvertrag für Abonnements sperren lassen. So, und das spart euch einen Haufen Ärger. Mich hat es jetzt nur 5 Euro gekostet und aber es kann auch sein, dass ihr die SMS vielleicht überlest oder sonst was. Und dann läuft das Abonnement jedes Mal. Und ich weiß nicht, wie das mit Kündigungsfristen ist. Vielleicht steht da irgendwo, wenn du innerhalb von 90 Tagen nicht widersprichst, verlängert sich das Abonnement und so weiter. Steht bestimmt irgendwo. Und von daher, macht dies und ja. Also ich möchte nur nochmal erwähnen, ich habe selber in meinem bisherigen Leben, seit 20 Jahren bin ich intensiv im Internet. Ich habe noch nie einen Virus oder einen Trojaner mehr eingefangen. Ich bin extrem vorsichtig, was das angeht. Und das kann natürlich trotzdem immer passieren, ne? Gerade je nach Surfverhalten, wenn man sich halt irgendwelche Raubkopien runterlädt oder wenn man auf irgendwelchen, sag ich mal, dubiosen Seiten unterwegs ist, also dubios im Sinne von irgendwas kostenlos bekommen, wo man eigentlich bezahlen müsste normalerweise oder sowas. Also wenn es in die Richtung geht, da ist die Gefahr natürlich immer größer. Aber selbst da gibt es genug Tools und was auch euren Browser angeht, der euch davor schützt. Aber generell, ich wollte damit nur sagen, also mich hat es erwischt und mich erwischt es normalerweise, was das angeht, nicht. Ich bin derjenige, der anderen hilft, den Trojaner wieder vom Rechner runterzukriegen. Und von daher, ja, nur soweit gesagt, es kann wirklich scheinbar jeden erwischen, auch wenn ihr denkt, ihr gehört garantiert nicht dazu, auf so ein Werbekreuz zu klicken und nicht gelesen zu haben unten, dass ihr nicht auf das Kreuz klicken dürft, sondern wahrscheinlich mitten in die Anzeige klicken müsst. Das ist mir neu gewesen und mich hat es erwischt. Ich wollte euch informieren. Es geht um ein bewusstes Leben, es geht darum, auch sein Geld sinnvoll auszugeben und ja, betrogen zu werden zählt nicht dazu. Aber das ist nur eine Sache. Ich möchte dann generell das auch gleich für diejenigen, die vielleicht eh empfänglich für sowas sind, das noch ein bisschen ausweiten. Wirklich, wenn ihr Mails bekommt, wenn ihr den Empfänger nicht kennt und denkt, und das geht aus der Überschrift auch nicht hervor, dass er euch kennt, beziehungsweise dass da irgendwie was Lesenswertes drin ist, öffnet einfach nicht die Mail. Besiegt eure Neugierde, besiegt eure, ja, was könnte das dann sein? Sondern öffnet einfach Mails nicht. Ich tue 90% meiner Mails öffne ich gar nicht. So, und weil es einfach nicht sicher ist. Deswegen, wenn ihr mir was schreiben wollt oder sowas, entweder auf Facebook oder auf YouTube, das sehe ich dann die Nachrichten und das ist gut. Bei Mails bin ich mega, mega vorsichtig. Das erste, auf Mails nirgendwo eben draufklicken. Also erstens nicht öffnen und wenn ihr sie geöffnet habt, nirgendwo draufklicken, wenn es auch ein lustiges Bildchen oder sonst was, das scheinbar von einem Freund seid, von einem Freund ist, nicht klicken. Aus dem einfachen Grunde, man kann Mailadressen faken. Man kann Mailadressen faken und es kann durchaus sein, dass jemand, weil er euer Adressbuch hat, quasi euch eine Mail schickt von jemandem aus eurem Adressbuch mit einem lustigen Bild, wo ein Virus versteckt ist. Ne? Solche Sachen. Und ihr erkennt es dann meist daran, dass die Bilder halt nicht geöffnet werden, sondern sich als ausführbare Dateien entpuppen. Aber die meisten Browser machen es eigentlich schon ganz gut, dass die E-Mail-Anbieter wie Google Chrome zum Beispiel, aber auch andere, die schützen euch davor. GMX schützt meines Wissens nicht davor. Ja, und von daher, einen anderen Tipp, den ich euch noch geben soll, außer dass ihr bei den Mails aufpasst, auch bei WhatsApp. Ich hatte eine Nachricht bekommen von vor kurzem und zwar von Emirates, von der Airline. Die haben mir geschrieben und das war eine WhatsApp von einer Freundin. Sie hat mir gesagt, sie hat die WhatsApp nie geschickt. Und da steht drin, dass nur noch heute Emirates kostenlos Ticket vergibt. Ja, gibt es nur noch, da war ein Timer eingeblendet, nur noch 99 Minuten oder keine Ahnung wie viele Minuten, eine Stunde, 23 Minuten. Und jetzt noch die kostenlosen Tickets holen. Und ich habe das per WhatsApp persönlich von einer guten Freundin erhalten. Und das würde die Social Proof. Ich war sehr geneigt drauf zu klicken, habe dann aber, ich war am Rechner, Internet, Emirates, kostenlose Dings, zack, sofort erster Eintrag, Betrugsmasche. Gerade total am Laufen. Und ja, und dann entsprechend eben nicht drauf geklickt. Meine Freundin informiert und die sagt, hä, was? Ich habe keine WhatsApp geschickt. Keine Ahnung, wie das möglich ist, WhatsApp zu faken von einer Freundin. Sie haben es erfolgreich geschafft. Und generell, das führt jetzt ein bisschen weit, aber egal, ihr seid ja noch dran. Generell, wenn irgendwo ein Timer eingeblendet ist, so und so viel ist jetzt nur noch
an Zeit da und ihr müsst das kaufen für den Preis, sonst ist das nicht, dann ist es ein reines Marketing-Tool. Es ist ein reines Marketing-Tool und soll euch suggerieren, dass ihr schnell handeln müsst, dass ihr ein gutes Schnäppchen macht. Und ich kann nur empfehlen, dass wenn ihr auf solchen Seiten seid, die ständig mit irgendwelchen Timern arbeiten oder sonst was, dass das halt, dass ihr den ein bisschen kritisch beachtet. Aber auch solche, wie zum Beispiel Amazon, die halt nur eine Stunde ein Angebot haben in der Cyber Monday Woche und solche Sachen, arbeiten alle damit. Das ist ein effektives Tool. Bloß, es wird natürlich total ausgeschlachtet derzeit, gerade von diesen neuen, jungen Online-Business-Menschen. Die nutzen einfach jedes Marketing-Tool und realisieren überhaupt nicht, dass die Zuschauer natürlich auch, also unterschätzen die Zuschauer, unterschätzen euch und mich dann im Endeffekt auch, weil der immer wieder diese Marketing-Tools nutzt mit verschiedensten Arten, der wird dann recht schnell dann auch richtig eingeschätzt, nämlich als sehr geldaffinen Menschen und der gar kein wirkliches Interesse hat, vielleicht den Menschen zu helfen, sondern einfach nur maximal Geld zu verdienen mit seinem Produkt, wo er natürlich den Menschen hilft. Na? Also von daher, auch ein geringer Preis ist nicht immer Indikator dafür, dass dieser Mensch ja, aus Nächstenliebe handelt. Na? Muss man auch dazu sagen. Und also wenn jemand jetzt zum Beispiel für 99 Cent etwas anbietet, dann kann das trotzdem viel, viel mehr Geld verdienen als etwas, was 100 für 100 Euro angeboten wird. Na? Und von daher, das ist immer nicht ganz so einfach zu sehen. Wie gesagt, ich habe BWL studiert, ich kenne mich mit den Instrumenten ganz gut aus und ich versuche selber, ich habe ja nun auch zwei Bücher und jetzt kommt bald ein Videokurs, Tantra-Massage und Bücher schreiben ist, das habe ich jetzt schon ein bisschen mitbekommen, auf jeden Fall mehr meine Leidenschaft als Videokurse, weil das ein schöner Ausgleich ist zu den Videos, die ich ja jeden Tag drehe und von daher wird es wahrscheinlich mehr Bücher geben als Videokurse, aber den einen Videokurs wollte ich halt unbedingt machen, weil er per so, das wird ein total langes Video, ich wollte nur kurz informieren, dass ich betrogen worden bin. Naja, egal. Auf jeden Fall, der Tantra-Kurs ist halt deshalb nicht per Buch zu machen, weil ich das halt wirklich zeigen möchte. Ich möchte zeigen, wie man den Menschen massiert, wie man Bauch, Rücken, Brüste, Vagina, wie man das alles richtig massiert und wie, was auch dahinter steht und auch so ein bisschen den Spirit beim Massieren auch weitergeben, damit das auch so ein Gefühl hat. So ein Buch ist irgendwie so trocken für so eine Tantra-Massage und von daher habe ich da den Videokurs gemacht. Und da ist es so, dass ich das schon natürlich auch schaue, dass ich das verkaufe, dass ich damit Geld verdiene, um dann eben alles, meine YouTube-Sachen und so weiter auch dann eben finanzieren zu können. Und ja, und da schaue ich halt auch, dass ich Marketing-Instrumente einnutze, aber irgendwo habe ich da so ein Gefühl, nee, das ist jetzt zu viel. Jetzt habe ich einen Timer laufen lassen und so und ich nur noch heute für den Preis oder andere Sachen so, du musst jetzt drei andere auch bewerben und dann kriegst du noch Geld, also so Stufen-Multilevel-Marketing-System und so weiter und irgendwie so ganz in die, nur Hauptsache das Produkt wird viel verkauft. Also ich kann es nachvollziehen, ne, Marketing-Instrumente zu nutzen, ich mache das selber auch. Aber es muss sich stimmig anfühlen, es muss sich irgendwie gut anfühlen. Ja, das ist wie jemand, wenn früher der Schmied seine Räder hat draußen gehabt, seine Metallräder und oder sein Werkzeug und hat es angepriesen und sagt, hier, meins ist das Beste und kauf das und ihr habt lebenslange Garantie. Das finde ich alles cool. Alles so, ja. Aber so hintenrum, so manipulierend. Und Timer zählt für mich absolut mit dazu. Und Druck aufbauen, das Manipulieren, das ist überhaupt nicht meins. Also das ist so, nicht, dass ich es nicht könnte oder dass ich es nicht gelernt hätte, aber es ist halt, es spricht mich nicht wirklich an intuitiv. Und dann verzichte ich manchmal auf ein Produkt zu kaufen, nur weil ich diesen dämlichen Timer sehe. Naja, und dieser dämliche Timer war bei Emirates, bei den kostenlosen Tickets, die meine Freundin per WhatsApp geschickt hat, ja, war dann auch der Punkt. Ich habe dann sozusagen, ich habe mir das erst durchgelesen im Internet, wo der Betrug liegt und hab dann gelesen, dass ich erstmal auf die Seite klicken kann, um die mal anzugucken, weil ich interessiere mich dann auch immer, was da ist. Und da war eben nämlich genauso ein verfickter Timer. Und wahrscheinlich hätte ich an der Stelle, na gut, wenn es die Tickets kostenlos gewesen wären, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem genommen. Aber ja, naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Auch eine WhatsApp von Freunden, ihr kostenloses Ticketbild draufklicken, klickt einfach auf keine Links. Hört euch Nachrichten an, also Nachrichten hören, also Sprachnachrichten oder
ihr lasst ein paar Text schreiben, aber lasst euch keine Links von Freunden schicken, außer ihr fragt den, schickt mir mal den Link für das oder das und das kommt dann umgehend eine Antwort. Wenn sonst ein Link kommt, einfach nicht draufklicken. Ja, das ist ganz schön lang geworden, das Video. Egal, erwartet mal zu Gast in der Wanne. Ihr werdet wahrscheinlich hier noch, ich fühle mich gerade so ein bisschen gut, eine Buchrezension auch noch aufnehmen. Keine Ahnung, ob die vor oder nach dem Video kommt. Ich werde das Video allerdings versuchen, relativ schnell zu bringen, wegen der Betrugsmasche, vielleicht läuft die noch, dass ihr Bescheid wisst. Gut, na dann, bis morgen. Tschüss.